Hallo zurück im Küchengarten. Es ist soweit, der goldene Herbst ist da und mit ihm die ganze Herrlichkeit, die unsere Gärten zu bieten haben. Bei mir ist es höchste Eisenbahn. Ich bin mal wieder etwas zu spät dran, aber wir hatten hier ja auch Sturm und Hochwasser. Und wie ihr hier über mir seht, meine Weintrauben hängen voll. Jetzt sind schon einige aufgeplatzt. Die Wespen mümmeln dran herum, Fliegen hat es überall, es sind schon viele auf den Boden gefallen, an manchen hat es schon Fäulnis, aber es gibt auch viele, die noch wunderbar intakt sind und wenn sie nicht ganz so einwandfrei sind, macht mir das auch nichts aus, weil ich möchte daraus Saft pressen. Erstens wahnsinnig gesund, man verschwendet nicht so viel und da wir gerade von Verschwendung reden, alle, die nicht mehr so super toll intakt sind, kommen zu meinen Hühnern, weil die stehen auch total drauf. Das ist das, was ich hier im Hausgarten oder auch in allen Gärten so wertvoll finde, dass das ein Kreislauf ist, dass man fast nichts verschwendet, dass es immer einen Abnehmer gibt. Und ich finde, darüber sollten wir uns alle viel mehr Gedanken machen. Aber jetzt geht's zuerst mal ans Ernten. So, jetzt bin ich hier in der Küche mit meiner ersten Ernte und meinem Entsafter. Das ist schon fast ein antikes Stück, das habe ich mir von meiner Schwiegermutter ausgeborgt. Und mit dem werde ich jetzt den Saft aus meinen Trauben herausdampfen. Das geht wirklich total einfach und womit ich beginne, ist meine Trauben gut zu waschen. Der Entsafter sieht folgendermaßen aus. Es hat einen Deckel. Hier drinnen hat es ein Sieb, in das ich meine Trauben füllen werde. Dann ist hier ein Auffangbehälter für den Saft, der dann hier durch dieses Loch in diesen Schlauch rinnt. Und der ist hier mit so einer Klemme zu. Und die kann man dann immer wieder öffnen und den Saft herauslassen. Und hier in den unteren Topf kommt Wasser hinein, das auf dem Herd zum Kochen gebracht wird. Der Topf kommt hier oben drauf. Und durch diese Öffnung hier kommt der Dampf hier in das, durch die Löcher in das Sieb. Durch die Hitze platzen die Trauben langsam und setzen den Saft frei, der durch die Löcher eben in diesen Auffangbehälter fällt. Super einfaches System, aber sehr effektiv. Wie ihr seht, ich habe das jetzt hier total einfach gemacht. Ich habe die Rispen mitsamt den Stängeln hier reingegeben. Da muss man sich keine Mühe machen und da irgendwie die Trauben abzupfen oder so. Einfach alles hier hinein. Das macht dann der Dampf alles von selber. Jetzt fülle ich Wasser in den unteren Topf. Jetzt bringe ich das Wasser zum Kochen und nachher kann man die Hitze reduzieren. Wenn der Deckel drauf ist und alles gut verschlossen, dann braucht man ja nicht so viel Energie, um den Dampf aufrechtzuerhalten. Und während da hinten meine Weintrauben wunderbar langsam vor sich hin dampfen und kochen und ihren herrlichen Saft freigeben, fahre ich zu meinem Schwiegervater, dem sein Nachbar ist nämlich Schreiner, der ist umgezogen, hat für sich selbst ein
tolles Hühnerhaus gebaut und würde es um einen recht annehmbaren Preis abgeben. Jetzt möchte ich mir anschauen, ob das meinen Ansprüchen gerecht werden würde. Denn das Hühnerhaus, was wir jetzt haben, ist ein ganz billiges, was größtenteils aus Spannplatten besteht. Das ist nur so eine Notübergangslösung, weil wir in dem Bereich nicht so viel Platz haben. Und ein größeres wäre in Planung. Und das war jetzt recht überraschend. Aber man muss ja die Chancen ergreifen, wie sie kommen. Ich nehme euch mit zu meinem Schwiegerpapa und wir schauen uns zusammen mal diesen Hühnerstall an. So, und schon bin ich bei meinem Schwiegervater angekommen. Bist du im Sonntagshäs? Weißt du, ob ich nicht stärker? Ja, das ist, damit ich da gut halten kann und dich in dem großmöglichen Winkel. Ah, das ist mein Schwiegerpapi. So, wir haben die Erlaubnis, gell, dass wir rein dürfen, Marcel. Also der Hühnerstall ist top. Ich glaube, da schlagen wir zu. Mal schauen. Da hat sogar Belüftung mit Plexiglas. Man sieht, dass der Herr, der ihn verkauft, Schreiner war oder ist. Schaut euch das mal an. Ja, das muss ich können bleiben, aber wenn wir nicht machen, dann. Ja, er sieht, da können sie los. Da die Füße gehen. Jetzt schauen wir mal hinein, wie es oben ausschaut. Oh, das ist schon richtig eingesunken. Es dampft wie verrückt. Dann lassen wir mal etwas raus. Dazu habe ich hier so Milchflaschen. Die verwende ich wahnsinnig gerne, weil sie einen breiten Ausguss oben haben. Das heißt, sie sind nachher auch einfach zu reinigen. Die habe ich ausgewaschen und dann heiß ausgespült. Und da fülle ich jetzt den Saft hinein. Bitte hier vorsichtig arbeiten, das ist ja sehr heiß. Die erste Flasche ist nun voll. Da kommt der Deckel drauf. Und was ich hier auch immer noch sehr gerne mache, aber ganz vorsichtig, ist die Flasche einmal kippen, damit der heiße Saft auch hier oben noch das Innere vom Deckel und das Obere von der Flasche desinfiziert. Aber bitte vorsichtig, damit ihr euch nicht verbrüht. Und so geht das Ganze jetzt munter weiter. Bitte beachtet, ich mache ja hier keinen Saft, der für die Haltbarkeit gedacht ist, sondern der wird nachher im Kühlschrank gekühlt und sollte innerhalb von ein paar Wochen aufgebraucht werden. Aber bei uns hält der eh nie so lange mit meiner durstigen Jungmannschaft. An diesen Flaschen war ich jetzt mal einen Tag dran. Ich habe mir aber Zeit gelassen und es ist noch nicht alles fertig verarbeitet. Ich bin mit der Ausbeute sehr zufrieden. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich freue mich wahnsinnig über meine Ausbeute. Der Saft darf jetzt im Kühlschrank stehen, denn es zahlt sich nicht aus, dass ich den weiter einkoche. Der wird bei uns so schnell weggetrunken und in dem Kühlschrank hält er sich auch ein paar Wochen. Ich hoffe, bei euch gibt es auch so viel zu ernten wie bei mir momentan. Lasst es mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit in euren Gärten und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann! Mhm.